So, ich suche jetzt ein ruhiges Plätzchen, wo ich mit euch kurz plaudern kann. Okay. Gefunden. So. Wir sind gerade in Südtirol auf so einem Bauernhof und ich habe jetzt gerade neben dem Kuhstall einen schönen Tisch gefunden, wo ich mit euch gerne plaudern würde, euch ein bisschen ein Live-Update geben möchte. Ich habe eine Flasche Tee dabei, damit es mir nicht kalt wird. Und schnappt euch auch ein Getränk und let's go. Also das Video ist super bunt durchgemischt. Es ist eine Mischung aus Live-Update, wo sind wir gerade, wo geht's hin, was tut sich gerade in meinem Leben, wie schaut es bei der Slow-Label aus, aber auch so Sachen wie eine Serie, die ich gerade schaue und eure Fragen. Ihr habt mir ein paar Fragen geschickt, die ich gerne beantworten möchte. Nummer 1, ganz, ganz wichtig, ein tolles Announcement. Scotts Schwester hat ein Baby bekommen und wir sind jetzt schon zum zweiten Mal Onkel und Tante geworden und wir freuen uns sehr über diesen Familienzuwachs. Sie ist so süß, wir bekommen täglich Fotos und freuen uns schon so, wenn wir sie endlich sehen können. Scotts Schwester hat genauso wie Scott in New York gelebt und ist jetzt seit ein paar Monaten in Texas. Das heißt, für uns ist es leider eine lange Reise, aber wir wollen auf jeden Fall die Kleine sehen, weil wir sehen sie dann erst wieder zu Weihnachten und ja, jetzt fliegen wir zu Ostern hin. Das ist quasi nächste Woche am Programm, also falls ihr da ja, schauen wollt, was wir so machen mit der Familie in New York. Also Ostern ist mit Scotts Familie immer super toll und dann auch mit seiner Schwester in Austin. Ja, gerne auf Instagram mitverfolgen. Speaking of Instagram, ich bin süchtig nach TikTok. Ich habe Instagram so ein bisschen, nicht aufgegeben, aber den Konsum von Instagram extrem reduziert und bin in letzter Zeit voll im TikTok-Wahn. Ich war anfangs voll dagegen, mein Feed war einfach nur voll mit irgendwelchen creepy TikTok-Lives, mit irgendwelchen creepy DIY-Kleber, bunte, also ich weiß es nicht, das war einfach nur schrecklich. Und irgendwann, nachdem ich eine Woche lang versucht habe, dem Algorithmus so zu erklären, was ich gerne sehen möchte und aktiv nach Dingen gesucht habe, die mir gefallen, habe ich jetzt wirklich einen For You-Feed, der sowas von perfekt ist. Es ist so entertaining und es ist wirklich creepy. Also ich verstehe diese ganzen Bedenken, was jetzt so Datenschutz und Algorithmus anbelangt, absolut, weil der Algorithmus wirklich im Vergleich zu YouTube und Instagram ist um Welten besser. Und es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich entertaining. Also ja, ich versuche auch mehr auf TikTok zu posten. Ich komme so langsam rein. Es dauert wirklich lange, bis ich so ungefähr verchecke, wie die Plattform funktioniert. Ihr könnt es mir gerne auch unten in den Kommentaren sagen, ob ihr da so eure Lieblings-Creator schon gefunden habt und ob ihr TikTok überhaupt verwendet. Ich war wie gesagt auch lange dagegen, aber jetzt kann ich nicht mehr ohne irgendwie. Ne, ich kann schon noch ohne. Ich kann schon noch ohne, aber ich möchte nicht unbedingt jetzt gerade. Ja. Punkt Nummer 2, wo sind wir gerade? Das wollte ich euch auch so ein bisschen erzählen. Wir sind gerade in Südtirol, wir haben hier ein Airbnb gemietet, wohnen quasi im oberen Stockwerk von einem Einfamilienhaus. Bei uns gibt es Hühner und Kühe und Pferde am Bauernhof und wir sind wirklich so in einem kleinen Dorf in den Bergen, nördlich von Merano und Bozen. Scott hat sich das ausgedacht, ich wollte voll gerne wieder nach Mallorca und ja. Aber ich bin sehr froh, dass wir hier sind. Wir hatten echt einige tolle Skitage. Scott hat sich jetzt leider ein bisschen verletzt, deswegen sind wir jetzt wieder ein bisschen öfter zu Hause. Aber ja, wandern kann man hier auch super schön. Also wir sind in der Nähe von San Leonardo. Und wenn ihr das Video seht, fahren wir gerade wieder nach Hause. Deswegen werde ich euch gerne das Airbnb unten verlinken. Die Besitzerin ist super, super nett und es ist wirklich in einer Gegend, wo es sehr ruhig, sehr naturverbunden ist. Und wir konnten wirklich sehr gut so an den Wochenenden abschalten. Unter der Woche haben wir leider sehr viel gearbeitet, aber dazu erzähle ich euch dann später nochmal mehr. Eine Serie, die ich gerade geschaut habe oder heute fertig schauen werde, ist And Just Like That. Scott und ich haben Sex in the City gesüchtelt. Ich habe Sex in the City vor Jahren mal geschaut und jetzt wollte ich eben wieder nochmal beginnen und habe dann auch die Filme geschaut und jetzt eben And Just Like That. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch geschaut habt. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet? Ich bin ziemlich geschockt, was für einen 180-Grad-Wechsel die da hingelegt haben von Sex in the City und And Just Like That. And Just Like That ist so politically correct und so educational, vielleicht schon ein bisschen too much, also es ist ziemlich aufgelegt sehr oft, aber ich finde es gut, also ich meine, es ist besser als
wie sie bei Sex and the City mit gewissen Themen umgegangen sind. Finde die Serie eigentlich ganz cool. Ich glaube, meine Mama wird sie voll cool finden, weil die Frauen sind halt alle so in ihrem Alter, also dann eben schon älter als damals in den 90s. Und es geht halt ganz viel so um ihr Leben, um ihre Familie, was sie jetzt machen. Ja, wie sie dann so geht jetzt in dem Alter irgendwie. Und finde ich irgendwie echt gelungen. Also im Vergleich zu diesem Friends, Revival und so weiter Zeug fand ich das auf jeden Fall um einiges besser. Ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, Sex and the City, aber ich glaube eben, dass And Just Like That versucht, das, was sie mit Sex and the City ein bisschen falsch gemacht haben, zu korrigieren oder ja, anders aufzuarbeiten. Und jetzt zu euren Fragen. Was macht dich gerade glücklich? Ich denke jetzt nur an einen aktuellen Moment von gestern zurück. Gestern hat es komplett geschneit in der Früh. Wir sind aufgewacht und es war einfach nur weiß draußen. Es war irgendwie 10 cm Schnee und ich bin mit Ellie rausgegangen und wir sind herumgelaufen im Schnee und es war so schön und so lustig. Ich liebe das, wenn sie so narrisch wird und so crazy herumrennt. Und wir haben ja auch ein Pferd und sie hat dann das Pferd besucht und die zwei versuchen sich so langsam anzunähern und es ist so süß, das zu beobachten. Weil sie hat ja eigentlich voll den Jagdtrieb, bei Pferden halt eher nicht so, aber trotzdem halt voll Respekt, was auch gut ist. Aber mit dem Pferd versucht sie halt die ganze Zeit zu spielen und das war einfach so ein schöner Moment und ich habe so gelacht gestern früh. Das Verrückte ist, 2 Stunden später wollte ich dann nochmal mit ihr rausgehen, nochmal im Schnee laufen und der Schnee war weg. Und es war einfach grün. Ich zeig's euch dann, ich blende euch jetzt was ein. Ich meine, das sitzt auch im Hintergrund. Es ist kein Schnee mehr da. So schnell ist er geschmolzen. Ziemlich crazy. Ja, also das macht mich im Moment sehr, sehr glücklich. Und natürlich auch einfach so der neue Familienzuwachs. Das ist einfach auch so was Schönes. Ich liebe einfach Babys und ich liebe Familie aktuell. Und es ist einfach so schön, seit ich mit Gott verheiratet bin, habe ich so das Gefühl, meine Familie ist eben, und ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch wirklich so, es hat sich verdoppelt und ist viel größer und für mich ist das einfach so schön, gerade so ein Kind von, also ein Patchwork-Familienkind, wie ich es bin, genießt das total, wenn dann noch eine andere Familie noch da ist, zu der ich mich irgendwie hingezogen fühlen kann oder dazugehöre. Ja, und irgendwie finde ich das auch aktuell sehr schön, dieser Zusammenhalt von allen Familien. Can we get a sneak peek at new The Slow Label items? Also, ich habe mal kurz recherchiert, was ich euch schon erzählen darf. Ich will euch nicht zu lange warten lassen, weil die Sachen, von denen ich euch erzählen werde, mehr oder weniger erzählen werde, kommen erst in 1 bis 1,5, 2 Monaten. Deswegen ist es immer so ein bisschen ärgerlich, glaube ich, als Zuseher oder als Kundin, wenn man so weit im Voraus schon anfängt hinzufiebern drauf. Ich habe das Gefühl, dann verpufft auch irgendwie dieses Interesse. Aber wenn ihr genau schaut auf meinem Instagram-Account, seht ihr, glaube ich, 2 Reels, wo ein Accessoire vorkommt, das wir bald rausbringen werden, mit einer Brand, mit der das Slow Label schon öfter in Zusammenhang gestanden ist. Und an dem Produkt arbeiten wir schon seit circa einem Jahr. Und es war so ein schöner Weg bis jetzt und das Produkt ist wahnsinnig schön geworden. Wir haben es in Südafrika geshootet, wie wir im Jänner dort waren. Und ich freue mich einfach schon so unglaublich, wenn das endlich online ist und trage es einfach schon die ganze Zeit. Also vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen. Wenn ihr genau schaut, wisst ihr Bescheid. Also gerne mal dort vorbeischauen. Eine andere Produktkategorie, die ich bis jetzt eigentlich nur einmal minimal angeteasert habe, kommt, wissen wir das Datum noch nicht genau, wahrscheinlich Ende Mai. Und zwar ist es eine Produktkategorie, ich weiß nicht, ob ich es euch sagen soll. Nein, das dauert noch zu lange. Naja, aber wenn ihr wisst, dann würdet ihr vielleicht nichts anderes inzwischen kaufen, sondern eher auf das warten. Also schau, ihr wisst ja, dass mit dem Slow Label wollte ich schon immer eine Brand schaffen, die zeitlos ist und die Kleidungsstücke hat in verschiedenen Kategorien, die ich als essential erachte. Das bedeutet ein gutes T-Shirt, ein Hemd, eine gute Hose, ein Pulli, ein Mantel. Also so die Basics, nicht zu trendy und von allem ein bisschen was. Und für mich ein Riesenthema ist auch im Sommer, was ich am Strand anziehe. Vielleicht sagt euch das ja schon so ein bisschen was, was kommen wird dieses Jahr. Es wird sehr zeitlos, es wird sehr klassisch.
Und es wird einfach sehr gut. Wir haben sehr, sehr lange an der Qualität getüftelt, kriegen jetzt bald das dritte Sample und die Stoffe sind schon bestellt. Die Farben sind wunderschön. Also Farben, ihr wisst ja, wir halten uns da immer sehr an sehr zeitlose Nuancen. Aber ja, ihr werdet es bald sehen. Boah, ich kann nicht mehr reden. Ihr werdet es bald sehen. Ich freue mich schon so extrem. Aber ja. Delays, 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 wie immer. Wir haben einfach, ich glaube, wir sind einfach auch picky. Wir platzieren die Bestellung nicht, bevor wir hundertprozentig wissen, dass das Produkt eine Bereicherung darstellt und das Produkt auch einfach wirklich gut ist. How do you feel? How are you? Ich werde das auf Deutsch beantworten. Wie ihr wisst, also wie ihr jetzt gemerkt habt, geht es mir sehr gut, vor allem privat, beruflich bin ich sehr eingespannt, sehr busy. Ich struggle momentan so ein bisschen damit, dass ich... Ich sage immer, ich bin nicht perfektionistisch, aber ich glaube, ich bin in gewisser Weise schon perfektionistisch, weil ich habe das Gefühl, dass ich voll involviert bin in das Low Label und da auch sehr viel Zeit und Energie reinstecke. Und ich glaube, ich gebe auch 100%. Aber was meinen anderen Content anbelangt, also YouTube oder Instagram oder TikTok, habe ich immer das Gefühl, ich könnte noch viel, viel mehr machen. Ich könnte noch viel besser sein. Ich bin gestern bis 3 in der Nacht wach gelegen und so geht es mir jetzt schon seit einem Monat. Ich kann einfach nicht schlafen, weil ich einfach die ganze Zeit darüber nachdenke, was ich nicht noch machen könnte. Und das Komische ist, ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht, aber bei mir bemerke ich das jetzt immer mehr, wenn ich extrem überlastet bin, anstatt zu denken, hey, was könnte ich weniger machen? Wo könnte ich zurückschrauben? Aus irgendeinem Grund fängt mein Gehirn an zu denken, naja, aber wenn du einen Podcast machen würdest, dann würdest du doch auch da wachsen und dann würde das auch das bereichern und dann würdest du das auch ausbalancieren oder das wäre doch eine schöne Ergänzung oder das wäre doch eine Bereicherung. Und ich denke dann halt eben an, welchen TikTok-Content ich machen könnte und welchen Podcast ich starten könnte und wie ich das aufziehen könnte und welches E-Book ich schreiben könnte. Ich bin einfach schon immer so ein bisschen so ehrgeizig gewesen oder habe immer so das nächste Ziel vor Augen gehabt und das ist auch gut und das ist auch eine schöne Eigenschaft, aber ich glaube, dass man da gerade, wenn man auch so ein bisschen perfektionistisch ist und alles halt wirklich gut machen möchte, immer so ein schlechtes Gewissen hat und dieses schlechte Gewissen verursacht halt einfach echt so viel Stress. Und das ist halt einfach sehr beunruhigend. Ich glaube, für mich ist halt ein Grund auch, dass ich sehr zahlenfixiert bin. Also mir ist es mehr oder weniger egal, wie mein Content performt auf Instagram und so, weil ich weiß, dass ich da eine Base habe, die sehr loyal ist und es funktioniert immer gut. Aber zum Beispiel jetzt auf YouTube ist es halt voll schade zu sehen, dass ich vor, weiß ich nicht, 5 Jahren 80.000 Aufrufe auf meine Videos hatte, wahrscheinlich ungefähr, oder 60.000. Dann vor 2 Jahren so 30.000 und mittlerweile halt 10.000. Und das ist halt schade, weil da die Energie, die ich reinstecke, ist dieselbe, wenn nicht sogar noch größer. Vor allem jetzt gemeinsam mit Marco. Und der Output oder das, was dabei rauskommt, ist halt immer sehr wenig. Und dann fragt man sich halt auch, woran liegt das? Dann hinterfrage ich zum Beispiel, bin ich einfach nicht entertaining genug? Bin ich zu alt? Ist mein Leben nicht interessant genug? Oder bin ich einfach nicht on top of it, was jetzt Trends anbelangt? Und ich glaube, oft ist in Zeiten von Algorithmen ist man selbst oft nicht schuld. Also mit Schuld vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, dass man nicht mehr so viele Leute erreicht wie früher und das ist auch ganz natürlich und das versuche ich mir auch in Erinnerung zu rufen. Aber wenn ich dann nachts um 3 Uhr wach liege im Bett, dann geht es in meinem Kopf halt rund und dann denke ich halt eher so an die Dinge wie, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, das beschäftigt mich gerade sehr. Ansonsten eigentlich ganz gut. How do you deal with mental issues? Also ich habe ja immer noch und vor allem jetzt verstärkt, wo ich nicht schlafen kann, Skinpicking Disorder, wurde diagnostiziert über so eine Online-Therapie und dann auch nochmal in Person, aber ich war noch nie so richtig bei einem und demselben Therapeuten für eine lange Zeit. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, dass ich das auf jeden Fall brauche. Also wie ich mit solchen Problemen umgehe, mit mentalen Problemen, aktuell leider viel zu schlecht. Und muss unbedingt endlich in Therapie gehen. Das steht auf meiner Bucketlist für dieses Jahr. Und ich gehe ja auch alle anderen Themen an, wie Italienisch lernen und mehr lesen. Deswegen sollte ich auch das Therapiethema endlich angehen, wenn ich wieder in Berlin bin. Zum Berlin-Thema kommen auch immer wieder Fragen. Wo wirst du dieses Jahr deinen Lebensmittelpunkt haben und do you like Berlin?
Es ist ein ständiges Hin und Her. Scott und ich haben in den letzten Monaten recht viel deswegen diskutiert und meine Meinung hat sich auch wirklich im Stundentakt geändert. Ich glaube, Fakt ist, wir sind an beiden Orten super glücklich, sowohl Wien als auch Berlin, und wir wissen, dass wir irgendwann mal wahrscheinlich in Wien landen werden. Ja, wann das soweit ist, wissen wir nicht genau. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen dazu kommt, bei Scott eigentlich eh auch, ist das Thema berufliche Niederlassung. Also wo wollen wir eigentlich sein? Und das muss auch irgendwie planbar sein, weil zum Beispiel das Slow Label Headquarter ist in Berlin. Und wenn wir nach Wien ziehen, müssten wir halt die GmbHs verschmelzen. Und das ist halt sehr aufwendig und muss auch zu einem gewissen Zeitpunkt passieren, damit es einfach weniger Bürokratie und weniger Zeitaufwand verursacht. Und ich glaube, das ist so bei uns das Problem, dass es nicht nur eine emotionale Entscheidung ist, sondern es ist natürlich auch so etwas, was man irgendwie timen muss beruflich, dass man weiß, so hey, jetzt macht es Sinn umzuziehen. Und so eine emotionale Entscheidung will man halt irgendwie nicht so rational angehen, sondern eher nach dem Gefühl. Und so easy ist es halt bei uns nicht, weil das Gott muss ja natürlich auch seine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich beantragen dann. Und in Deutschland hat er sie jetzt gerade und das ist halt eben dann auch wieder so ein bürokratischer Aufwand. Und für uns ist es halt jetzt gerade noch voll schön in Berlin. Wir lieben Berlin im Sommer. Wir finden es eine super schöne grüne Stadt. Das ist in Wien leider nicht ganz so. Eine super hundefreundliche Stadt ist in Wien vielleicht auch nicht ganz so. Und ja, die Leute, die wir dort haben, die Freunde, die wir dort haben, sind wie Familie. Und nach ziehen manche von ihnen weg. Das merkt man dann schon auch. Und ich glaube, solange wir jetzt noch so ein paar unserer Best Friends dort haben, wollen wir vielleicht auch nicht ganz weg. Aber ich glaube, wenn die dann weg sind, dann zieht es uns auf jeden Fall ins Weite wieder. Ob wir dann nach Berlin, ob wir dann nach Wien oder vielleicht sogar nach New York ziehen oder irgendwo anders hin, das steht noch offen. Für uns ist eigentlich New York nicht so spannend, vor allem irgendwann mal mit Kindern wollen wir jetzt auch nicht unbedingt in New York sein und auch finanziell einfach super teuer. Ja, aber wer weiß, sag niemals nie. Mal schauen. Was sind für dich deine größten Herausforderungen als Businesswoman bei The Slow Label? Eine sehr große Herausforderung für mich ist einfach so mein eigenes Know-how und dass es oft nicht ausreicht, dass ich mir oft wünschen würde, ich hätte einen Co-Founder oder irgendjemanden, mit dem ich sprechen kann, wo ich einfach mal so Fragen stellen kann, wie sollen wir das eigentlich machen? Was wäre der richtige Weg? Wie wird das normal gemacht? Das fehlt mir so ein bisschen, aber da lehne ich mich auch sehr an mein Team an, die haben auch oft die Antworten auf meine Fragen, aber ja, das ist eine sehr große Herausforderung und die finanzielle Herausforderung. Wir haben ja keine Investoren. Wir haben jetzt einen Kredit bekommen, über ein paar unserer Produkte finanzieren können. Aber im Großen und Ganzen sind wir halt Paycheck to Paycheck, versuchen, uns über Wasser zu halten. So schlimm ist es jetzt nicht, aber natürlich ist es als kleine Brand, muss man immer die Augen am Geld haben und schauen, dass genug da ist. Und ich glaube, das ist halt gerade in Zeiten von Inflation und so super anstrengend und sehr belastend auf jeden Fall. Aber ja, wir wachsen, wir haben tolle Kunden, wir freuen uns, die Produkte sind super, also ich glaube sehr stark dran. Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade, das habe ich euch zu Weihnachten vorgestellt, als ich es mir gekauft habe. Ich glaube, es heißt The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did. Jetzt wollte ich auf Englisch weitersprechen. Am Anfang geht es sehr viel um Psychologie und so die eigene Kindheit nochmal so Revue passieren zu lassen, zu schauen, wieso ist man so, wie man ist, woran liegt das? Und danach geht es eher um die Kindererziehung, deswegen habe ich das auch Scotts Schwester gekauft. Ich finde es trotzdem spannend. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr schon lange meine Videos schaut, dass für mich das Thema Kinderkriegen ein sehr großes Herzensprojekt ist. Wir gehen es noch nicht an, aber wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ich möchte auch einfach gut vorbereitet drauf sein. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb wir aktuell das Genießen im Winter weg zu sein, weil wir halt jetzt noch so flexibel sind und das auch noch auskosten wollen, solange es geht. Aber ja, ich lese trotzdem schon mal irgendwie das Buch ja, ich finde, oft liest man sich ja Bücher und fängt dann auch an sich selbst zu arbeiten und gewisse Dinge aufzuarbeiten, damit man dann anders mit seinen Kindern zum Beispiel umgehen kann. Und ich glaube, das erfordert recht viel Arbeit und ist immer gut, wenn man, glaube ich, früh genug beginnt. Deswegen, ja, das Buch ist echt super. Hast du schon mal bereut, das Slow Label gegründet zu haben? Nicht wirklich. Ich meine, ich habe natürlich schon oft, wenn es uns schlecht ging, zum Beispiel mit dem Gedanken gespielt, so, ach, warum mache ich das überhaupt? Aber ich glaube, das ist so mein Charakter. Ich
bin sehr schnell überfordert und zum Glück habe ich dann aber immer noch durchgebissen und weitergemacht und es hat immer geklappt. Aber ja, ich habe es nie bereut, gegründet zu haben, weil ich glaube, es ist einfach eine Riesenbereicherung für mich und auch für hoffentlich viele unserer Kundinnen, die uns immer wieder Love Letter schreiben. Genau, also ich bereue es nicht. Eine ähnliche Frage: Wann wusstest du, dass das Slow Libre genau das ist, was du machen möchtest? Wie ich zum ersten Mal The True Cost geschaut habe, war das für mich so ein sehr augenöffnender Moment und ich habe dann schnell mal voll viel weiter recherchiert in Sachen Fair Fashion versus Fast Fashion. Habe in meinem Kleiderschrank nachgeschaut, was ich habe, habe online recherchiert, welche Brands es da draußen noch so gibt und habe dann nach und nach über die Jahre halt viel dazugelernt und genau gewusst, was möchte ich und was möchte ich nicht. Was ist für mich wirklich nachhaltig und transparent und was ist für mich einfach nur Greenwashing? Und ich habe einfach gemerkt, dass es zwar schon viele Fair Fashion Brands gibt, die nicht aktiv greenwashen, aber die einfach nicht all diese Dinge erfüllen, die mir wichtig wären. Also zum Beispiel eine Fair Fashion Brand, die trotzdem sehr weit entfernt produziert und sehr günstig die Produkte anbietet, zu einem Preis, wo ich weiß, dass die Näherei einfach nicht genug daran verdient. Oder Fair Fashion Brands, die sehr viel Polyester trotzdem haben in ihren Produkten, die sehr viele synthetischen Fasern verwenden. Und genau, oder es gibt natürlich auch viele Fair Fashion Brands, die trotzdem sehr trendy sind und Trends verfolgen und nicht sehr zeitlos sind. Und für mich war dann irgendwo der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr wusste, wem ich trauen kann. Ich war schon so wählerisch, dass ich einfach fast nichts mehr kaufen wollte. Und dann wirklich tatsächlich auch, glaube ich, ein paar Monate wieder reingerutscht bin in die Fast-Fashion-Welt und da wieder was konsumiert habe. Das war vor ein paar Jahren. Und irgendwann habe ich dann entschlossen, es muss doch anders gehen. Ich war zwar nur ein Jahr in der Modeschule, aber ich weiß, mit 15 habe ich mir so gewünscht oder vorgenommen, dass ich irgendwann mal meine eigene Brand habe und ich hätte es mir niemals vorstellen können. Ich hatte keine Vision, wie das ausschauen würde oder was ich machen würde oder ja, ich wusste einfach, ich möchte es irgendwann mal machen und habe es aber halt voll wieder verworfen, nachdem ich gewechselt habe. Aber ja, dann 2019, Anfang 2019 oder schon ein paar Monate davor, glaube ich, ist die Idee geboren, das selbst zu machen. Ich habe die Domain, ich weiß nicht mehr, wie ich auf das Slow Libre gekommen bin, aber ich wollte irgendwas mit Slow Fashion machen und finde alle Namen mit Label voll schön oder Studios und habe dann das Slow Label gegoogelt, nichts gefunden und mir die Brand gesichert. Und so ist es entstanden. So, es hat sich sehr gut angefühlt, wieder mit euch zu plaudern. Ich werde jetzt wieder reingehen, weil mir ist sehr kalt. Ich habe meine Jacke ausgezogen, damit ich nicht so eingepackt ausschaue, aber es hat nur 8 Grad und es ist ziemlich bewölkt. Deswegen, glaube ich, gehe ich jetzt wirklich rein. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, gerne die Glocke, also abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Wir uploaden jeden Sonntag um 10 Uhr, wenn wir es schaffen. Und das nächste Video wird ein Get Ready With Me, weil ich voll oft Fragen bekomme, welche Skincare-Produkte ich eigentlich verwende, wie ich mein Make-up mache, vielleicht sogar werde ich vielleicht Haare auch einbinden, also wie ich meine Haare mache. Übrigens, die sind nicht kurz, sondern sie sind im Pulli drin. Genau, also ich werde da darauf eingehen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen dazu habt, gebt mir gerne Bescheid, dann beachte ich das beim Filmen. Und ich hoffe, es interessiert euch und gefällt euch dann. Also ja, wir sehen uns dann am Sonntag und ja, weiß nicht, ob ich sonst irgendwas zu sagen habe. Alle Infos, die ich erwähne, sind immer in der Box. Okay, I'm going. Übrigens, das war mein Ausblick. Green. Alles grün, nichts mehr weiß. So. Okay, jetzt gehe ich. Puh.